In diesem Video löse ich Ihnen die Aufgabe 15.1 vor. Auto beschleunigen und abbremsen. Wir haben ein Auto, das beschleunigt in einer bestimmten Sequenz. Das können Sie auf dem Text, in der Textaufgabe lesen. Und die erste Aufgabe, die Aufgabe A, die erfordert, dass Sie ein VT-Diagramm zu diesem Vorgang aufzeichnen. Und wie machen Sie das? Ja, Sie müssen da mal schauen, wie da die Grenzen sind. Und wenn ich das mal anschaue, also ich schreibe da mal hier 15.1a und dann brauche ich, ja, ich mache das ein bisschen dunkler hier. Dann muss ich mir natürlich zuerst die Skalen überlegen und V, das ist irgendwie im Bereich zwischen 0 und 100 Kilometer pro Stunde. 0 bis 100 Kilometer pro Stunde. Oder aber, ich kann das natürlich gleich aus umrechnen, was da die Geschwindigkeit ist in Kilometern, in Metern pro Sekunde. Das muss ich durch 3,6 teilen und dann kriege ich 17,8 Meter pro Sekunde. Dann kann ich das gleich in dieser Einheit dann machen. Die Zeit der Vorgänge selber, also die T-Skala, die Zeitskala, muss ich überlegen. Also das erste ist ja mal 9 Sekunden, das ist die Beschleunigung von 0 bis 100 km pro Stunde. Dann 45 Sekunden fährt das Auto mit konstanter Geschwindigkeit und bremst in 12 Sekunden ab. Das zählen wir da zusammen. Das gibt 952, das gibt 16, also 6 behalte 1. Und 4 plus 1 gibt 5, gibt 6, gibt 66 Sekunden. Das heißt, ich muss eine Skala wählen, die 66 Sekunden abdeckt und die dann in der V-Richtung die 27,8 Meter pro Sekunde abdeckt. Also, was mache ich? Ich nehme da ein bisschen Platz dazu und zeichne da mal auf die 27,8. Da nehme ich einfach mal 2, das gibt dann... Also 27, das gibt dann 25, das gibt 50, das gibt etwa 55 mm. Das heißt, ich mache das dann so hier, da. Dann habe ich hier, da und da die 0. Und dann in diese Richtung da, schön senkrecht dazu, selbstverständlich. Da sollen wir 66 Sekunden haben. Das heißt, ich nehme da 66 mm. Das heißt, hier sind die 66. Da wäre 1, 2, 3, 4. 5, 6 und dann natürlich die 7. Also das hier ist die Zeit in Sekunden und das hier ist die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde und hier habe ich die 27,8. Da habe ich natürlich die 0. So, dann habe ich hier die 60 Sekunden, da die 50 Sekunden, den Rest, der ist ja klar dadurch. Es ist eine lineare Skala. Gut, dann zeichnen wir mal ein in 9 Sekunden. 9 Sekunden beschleunigt das auf das Auto auf 27, das sind also 9 mm, das ist dieser Punkt hier. Den zeichne ich mir da ein. Das heißt, ich beschleunige da von 0 auf 100 in 9 Sekunden. Das ist dieser Vorgang da, dann 45 Sekunden lang mit konstanter Geschwindigkeit, das hänge ich also hier an, ich schaue, dass das schön parallel da ausgeführt wird, da. Und das 45 Sekunden, das sind also da in meiner Skala 45 mm, da habe ich hier die 45 mm, und dann wird das verzögert, also bremst ab, das ist dann bei 66 Sekunden dann bei 0 ankommt. So. Das heißt, da steht das Auto still. Also dieses VT-Diagramm, das sieht hier einfach aus, das ist einfach so ein Trapez. Und das hilft mir natürlich jetzt für die Aufgabe B. In der Aufgabe B, da sollen wir ja die Beschleunigungen ausrechnen. Das heißt, ich muss mir da überlegen, für den ersten Schritt von 0 auf, noch da ein Pfeil von 0 auf 100 km pro Stunde. Die Beschleunigung selber, das ist ja A gleich Delta V durch Delta T. Delta V, die Geschwindigkeitsdifferenz, sind die 27,8 Meter pro Sekunde.
Das geteilt durch Delta T, in diesem Fall 9 Sekunden. Wenn man das dann ausrechnet, dann kriegt man da 3,1 Meter pro Sekunde im Quadrat. Also was ich da gemacht habe, ich habe, weil das gerade mit einer konstanten Beschleunigung beschleunigt von 0 bis 100 Kilometer pro Stunde oder eben 27,8 Meter pro Sekunde, kann ich direkt hier das Dreieck nehmen, das ich da ausrechnen will. Ich zeige hier mal noch die Senkrechte dazu und dann kann ich hier da ausrechnen und das ist ja dann genau das hier. Im Segment von wo es 100 Kilometer pro Stunde fährt, da muss ich gar nichts ausrechnen, weil da habe ich eine Beschleunigung von 0 Metern pro Sekunde im Quadrat, weil sich nichts ändert. Wenn Sie das nicht glauben, dann können Sie das einfach so ausrechnen, oder Delta V durch Delta T, das Delta V ist 0 Meter pro Sekunde und der Delta T ist 45 Sekunden, oder? Ja, da kommt halt 0 Meter pro Sekunde im Quadrat aus. Also auch das kann man natürlich auch ausrechnen, wenn man das dann auch will. Also das nenne ich dann R1, A2, das ist das erste Segment hier, das ist das zweite Segment und das ist das dritte Segment. Dann machen wir das noch für das dritte Segment. Dort haben wir das beim Abbremsen Delta V, das ist, bitte erinnern Sie sich, dass das immer das Ende minus Anfangszustand ist durch Delta T. Das heißt, der Endzustand ist 0 Kilometer oder 0 Meter pro Sekunde, Entschuldigung, minus die 27,8 Meter pro Sekunde, die ich oben hatte. Und dann das Delta T, das ist ja da dann 12 Sekunden. Somit habe ich also minus 27,8 Meter pro Sekunde durch 12 Sekunden zu teilen. Und das bedeutet, dass ich da, wenn ich das ausrechne, minus 2,31 Meter pro Sekunde im Quadrat kriege. Das sind tatsächlich ist das eine negative Beschleunigung, weil wir bremsen, ja. Ja, jetzt müssen wir noch für die Aufgabe C, da müssen wir noch die Strecken ausrechnen. Das heißt, für die Strecken, um die Strecke auszurechnen, da muss ich ja, wie wir das ja behandelt haben, ist das schlussendlich ja die Fläche, die da drunter ist. Also diese Fläche da, das ist die eine Fläche, dann haben wir die nächste Fläche. Ich zeichne da mal noch diese Senkrechte da ein. Und dann haben wir hier noch eine Fläche. Das sind die drei Strecken, die wir da haben. Und das können wir jetzt ausrechnen. Ich mache das gerade in einem Aufwasch. Das heißt, ich schreibe das S1 plus S2 plus S3. Und das ist jedes Mal, ist das die Durchschnittsgeschwindigkeit, sorry, nicht mit Pfeil. Durchschnittsgeschwindigkeit V1 Delta T1 plus Durchschnittsgeschwindigkeit V2 Delta T2 plus die Durchschnittsgeschwindigkeit 3 mal Delta T3. Das muss ich da ausrechnen. Und das kann ich relativ einfach ausrechnen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hier bei 1, das ist dann genau die Hälfte von 27,8. Es gibt 13,9 Meter pro Sekunde mal die 9 Sekunden. Plus dann die 27,8 Meter pro Sekunde hier, wo es konstant war, das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist natürlich 27,8, weil es ändert sich nicht, man muss da gar nichts rechnen. Mal 45 Sekunden. Plus dann wieder 13,9 ist wieder die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit. Also das ist die Geschwindigkeit, die wir hier haben. Also da in der Mitte bei einem Trapez, Meter pro Sekunden mal die 12 Sekunden. Das können Sie dann entsprechend ausrechnen, da kriegen Sie hier 525 Meter für den ersten Abschnitt. Das machen Sie in der Beschleunigung. Dann, wo Sie dann mit konstanter Geschwindigkeit fahren, haben Sie dann 1251 Meter. Und zum Schluss beim Verzögern, da legen Sie 167 Meter zurück. Sie verzögern langsamer, deswegen, das geht ja in 12 Sekunden statt in 9 Sekunden wie beim Beschleunigen. Deswegen ist da auch eine längere Strecke. Würden Sie natürlich stärker bremsen, sodass Sie in 9 Sekunden zum Stopp kommen würden, dann wäre das natürlich auch wieder 125.
Das müsste das gleiche rauskommen, logischerweise. Und alles in allem gibt dann das 1543 Meter. Das ist diese Aufgabe da. Sie können selbstverständlich für diese Aufgabe auch, wenn Sie wollen, noch ein ST-Diagramm aufzeichnen und Sie könnten ein VT-Diagramm aufzeichnen. Ich skizziere Ihnen, wie das da rauskommen würde. Ich mache zunächst einmal das AT-Diagramm, weil das ist das Einfachere da. Ich mache da wieder 4 bis 70, da habe ich 0, da habe ich die 6 da, dann habe ich hier die 66, die sind da und hier habe ich dann die 9 Sekunden, die mache ich da und da 12 Sekunden dafür, ja, das ist dann die 54 Sekunden hier, dass ich das einfach da habe. Und dann habe ich hier also die Zeit in Sekunden wieder und jetzt hier für die Beschleunigung, da sind ja die Werte zwischen plus 3 und minus 2,3, das heißt, ich mache da so, die Skala, da habe ich also 3, 2, 1, und da habe ich die minus 1, minus 2, minus 3, das ist also A in Meter pro Sekunde im Quadrat. Das heißt, wenn ich da jetzt die Beschleunigung aufzeichnen will, dann muss ich da die Werte, die ich ausgerechnet habe, nehmen. Also zunächst war die Beschleunigung 3,1 Meter pro Sekunde. Das wäre also hier, da muss ich natürlich noch eine Skala, ich muss dann noch die Zahlenwerte hinschreiben. Ne? 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Ja? Und da haben wir hier die 70 Sekunden und da die 60 Sekunden. Das sind einfach nur mehr Striche, dass ich weiß, bis wo. Und hier habe ich dann plötzlich keine Beschleunigung mehr. Das heißt, bis da, was währenddem das natürlich das Auto da fährt, gibt es ja keine Beschleunigung. Im Moment, das ist bis hier, das ist ein Fehler da. Und jetzt müssen wir da in 12 Sekunden müssen wir da verzögern mit dem minus 2,31, die wir hier ausgerechnet haben. Minus 2,31, das ist also ungefähr hier. Das heißt, wir kommen hier dahin und dann natürlich da bei 66 Sekunden, da steht das. Also, lassen Sie mich das noch ein bisschen korrigieren da, mal schauen, ob da die Farbe kommt, wenn sie dann kommen sollte. Ja, sie kommt. So, und das korrigieren wir auch gleich und dann haben wir da das fertige Diagramm. Also, das heißt, wir haben da die Beschleunigung, die Verzögerung und das Ganze da, das ist dann das AT-Diagramm. Für das VT-Diagramm läuft das ähnlich, für das ST-Diagramm läuft das ähnlich. Sie machen wiederum eine Skala bis 66, da, das sind die 66, das sind die 70, und das sind die 0, 0, 70, und da ist wieder die Zeit in Sekunden. Sie machen das genau gleich, und dann müssen Sie da die Strecke, und die komplette Strecke, wissen Sie, die ist ja 1543 Meter. Ich mache das bis hier, da, das sind dann 1500 Meter. Dann habe ich also hier die 500 und da die 200, sorry, dann muss ich da korrekt machen. Da habe ich also hier 500, da habe ich 1000, das ist also die Strecke in Meter und da die Zeit in Sekunden. So, ich weiß also, ich ende, dass das am Ziel bin ich hier bei 1543. Der erste Abschnitt, der dauert, also der betrifft 125 Meter. Das ist das, was wir da in den ersten 9 Sekunden haben. Die ersten 9 Sekunden sind etwa hier, 125 Meter. Das ist ungefähr hier dieser Punkt. Und da hier, da müssen wir die letzten 167 Meter, die müssen wir da abziehen. Das ist also bei 54 Sekunden haben wir da also 1251 und 125, das sind also 1300 und irgendwas. Das ist also so. Jetzt, das hier in diesem Abschnitt da ist einfach zu zeichnen, weil das ist eine Gerade. Wir haben also da eine, mit konstanter Geschwindigkeit haben wir da das Normale, wie bei einem ST-Diagramm üblich, aber hier unten da haben wir natürlich eine Parabel und die zeichne ich jetzt mal da so ein und hier haben wir auch eine
Parabel, dass es dann flach wird. Das ist einfach eine Skizze. Weil es eine Skizze ist, muss es nicht unbedingt präzise sein. So, hier in der Übersicht, da haben Sie das AT-Diagramm, da haben Sie das ST-Diagramm und hier natürlich nochmals das VT-Diagramm. Ich mache das hier nochmals deutlich. V und T, sind die Diagramme. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Machen Sie doch noch weitere solche Diagramme von irgendwelchen alltäglichen Beispielen, die Sie kennen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.